Willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Wir sind immer noch im Horuberg, den wir aber mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Part abschließen werden. Und sofern wir dennoch die Möglichkeit haben sollten, das wissen wir ja noch ja nicht so genau, werde ich mich natürlich noch ein bisschen bemühen, um hier, so ein paar optionale Sachen hier noch mitzunehmen und an Orte zu gelangen, an denen wir jetzt damals irgendwie noch nicht weitergekommen sind. Und genau, einfach in der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Fähigkeiten, Punkte und Zellen einsammeln können, um halt noch ein paar Fähigkeiten hier voll zu machen. Das ging ja jetzt hier gar nicht. Ach nee, dazu brauche ich ja erst eine Seelenverbindung. Ist ja auch egal, ihr wisst ja, was ich meine. Und ich glaube, der Ollis Amiga wartet. Der hat in den Kommentaren geschrieben, dass wir hier noch irgendwo eine Fähigkeitenzelle vergessen haben. Und tatsächlich, da unten ist noch eine. Alles klar, na, die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Müssen wir mal gucken, ob wir jetzt auch da hochkommen. So, okay. Da müssen wir jetzt mal tatsächlich glotzen. Wie kommen wir da jetzt am besten hoch? Okay, hier. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, hochzukommen, ohne dass wir den langen Weg nehmen müssen? Nein, das wollte ich gar nicht. Und wo sind Naru und Humon? Die waren ja... Oh, die waren ja auch auf der Suche nach uns. Ah, blöd. Blöd. Nee, das wollte ich auch nicht. Genau, also wo sind die jetzt eigentlich gerade? Naru ist ja nun fest entschlossen, ihr Kind wiederzusehen. Welches ja in dem Moment wir sind. Au! Au! Kletter doch mal, Ori. Ah, verdammt. Ach, das war jetzt schon wieder richtig schlecht. Na gut. Dann halt nochmal auf ein neues. Ich glaube, ich war auch einen Eingang zu weit oben, oder? Wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Oh, das ist so scheiße warm, ihr glaubt es nicht. Das ist wirklich mega anstrengend. Nein! Wirklich mega anstrengend zu Let's Playen. Aber das soll mich jetzt natürlich auch nicht aufhalten. Ich habe ja leider ein bisschen flach gelegen jetzt am Wochenende. So Magen-Darm-Scheiß. Aber das hat sich Gott sei Dank nicht so lange hingezogen. Deswegen ist leider nochmal ein Tag ausgefallen. So, wo bin ich jetzt? Bin ich ja viel zu weit oben. Viel zu weit oben. Krass. Gut, okay. Ja, nee, das ist ein bisschen zu crazy. Ah! Oh Gott, das war ja... das war sehr knapp. Und das war... Och, Mann. Oh, das regt mich gerade auf. Ich will doch nur die Fähigkeitenzelle holen. Ach, Mensch. Okay. Jetzt aber mal mit Konzentration. So, okay, wo sind wir denn jetzt? Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Gebiet ist dann. Muss ich mal gucken, tatsächlich. Ja, doch, ist halt cool. Dann können wir uns hier nämlich noch die Zelle holen, sehr schön. Ah, war jetzt leider nicht ganz so crazy. Aber passt schon. So, jetzt muss ich mal gucken, wie kommen wir denn jetzt am besten wieder zurück, sag mal. Okay, so. Okay. Gut, naja, schade, hat sich jetzt nicht ganz so krass gelohnt, aber immerhin besser als gar nichts. So, was war hier oben noch? Nichts. Was, da sind jetzt schon zwei Viecher? Ist ja verrückt. Warum ditte? Na, egal. So, dann speichern wir jetzt nochmal kurz, um uns hier einfach die Energie wieder aufzufrischen. Und dann gucken wir doch mal, dann können wir jetzt hier links noch runter und das wird dann wahrscheinlich so eine Art Finale dann hier auch wieder werden mit so einem Showdown. Bin mal gespannt. Was erwartet uns denn jetzt hier? Okay. Wieder 1000 Viecher auf einmal. Okay, I see. Boah, Leute. Boah, okay, das ist gar nicht so leicht. Ziemlich viel auf einmal. Boah. Scheiße, ey. Ja, immerhin.
Ja, ich muss jetzt natürlich wieder viel mit der Reflexion arbeiten. Boah, diese Viecher jetzt. Ich muss mich wirklich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Sorry, Leute. Wenn ich jetzt ein bisschen still bin. Aber wird jetzt hier wirklich ja gerade von allen Seiten beschossen. Ach, das war zu hoch. So, okay, der müsste jetzt down sein, der Motherfucker. Na komm. Irgendwie reflektiert er gerade so wenig nur zurück. Okay, nochmal. Ey, ist ja geil, ist ja geil. Der kriegt uns nicht, das ist ja cool. Okay, das war jetzt sehr gut. Dann können wir hier sogar speichern, sehr geil. So, dann fehlt uns nur noch der Typ da oben. Au. Warte mal, den holen wir uns. Den holen wir uns mal so. Ah, verdammt, falsche Taste. Na komm. Geht doch. So. Ich glaube, den mussten wir gar nicht killen, sehe ich gerade. Der Tor ist schon vorher aufgegangen, aber ist egal. Der Vollständigkeit halber wollen wir das mal machen. Und ich mache nochmal einen Save Point, einfach damit wir noch ein bisschen Energy abkassieren können. So, wo geht's denn jetzt hier noch eigentlich hin? So viel kann es ja alles hier gar nicht mehr sein. Wir haben ja immerhin schon 96%. Ah, okay, okay. Hier sehen wir ja schon, was uns erwartet. Das Kartensteinfragment haben wir nun immer noch nicht bekommen, aber das kann uns jetzt wirklich egal sein. Das spielt dann jetzt auch keine Rolle mehr. Ist zwar irgendwie ein bisschen doof, so der Vollständigkeit halber und so, aber was will man machen? Gut, und scheinbar ist hier gar nichts weiter. Und hier können wir die Karte nicht öffnen. Okay. Ach, hier ist das Element oder was? Tatsächlich. Das Element der Wärme ist zum Greifen nah. Wenn die Elemente wiederhergestellt sind, können wir die Folgen ihres Zorns rückgängig machen. Oh no! Was nun? Ist das jetzt schon der Endkampf oder so? Okay, wir sind tot, ist klar. Okay, ich weiß gerade gar nicht, was abgeht. Also, scheinbar... Will Kuro das jetzt schon wissen, oder was? Ja, das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich nämlich habe, dass wir gar keine Möglichkeit mehr haben, hier noch groß optional durch die Gegend zu reisen. Aber wir schauen mal. Okay, 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 okay. Ah, verdammt! Also natürlich wieder so eine Art Showdown, das war ja eigentlich klar. Aber diesmal halt ist es weniger die Flucht vor dem Tempel selbst, sondern so ein bisschen vor Kuro. Au! Oh, fuck it! Oh, und die Musik, Mann. Die Mucke wieder. Na. Mal jetzt hier schon den Sprung aufladen. Hä? Ach, das war jetzt Kuro oder was? Alles klar. Also wenn das jetzt hier der Endkampf ist, dann ist er schon ziemlich krass. Ich bekomme hier schon am Anfang nicht wirklich weiter. Vor allem, wir haben jetzt auch gerade gar keine Möglichkeit, irgendwie das abzubrechen, oder? Das ist nämlich gerade so aufregend. Ich würde jetzt so gerne einfach nur optional ein bisschen... durch die Gegend ballern. Ich glaube, hier müssen wir schnell sein. Was? Okay, 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 I see. Alles klar, also nochmal. Zack. Zack, zack. Ach, damn it. Okay, 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 okay. Die können wir nicht speichern, verdammte Axt. Na?
So, alles klar. Ah! Schnell, schnell! Ah, Gott, ich bin so verrichtet. Hilfe, 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 Hilfe. Nein, nein, nein! Verdammt! Scheiße! Ah, blöd! Okay, okay, aber zumindest wissen wir jetzt schon mal, was abgeht. Ah, das war knapp. Oh. Huh. Oh, okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Au! Gott! Leute, Leute, Leute. Ich hab so eine Angst. Ihr könntet euch nicht vorstellen. Gott, oh Gott, was nu? Au! 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 Ey, komm, ey. Alter, ich bin so aufgeregt gerade. Ich finde gerade ein bisschen fies, dass da nicht einmal so ein kleiner Zwischenspeicherpunkt ist. Den wir uns vielleicht retten könnten. Der ist ja schon doch ziemlich heftig hier gerade. Oh, ich hab so eine Angst vor Kuro. Auch wenn wir Kuro jetzt ja mittlerweile ein bisschen besser verstehen können und er nicht mehr so ganz super fies ist, ist jetzt für mich immer noch ein übelst geil designter Boss, vor dem ich einfach übelsten Respekt habe. Oh. Kann man denn hier nicht irgendwo speichern? Meine Güte. Nee. Leider nicht. Au! Ach, okay. Man kann nicht speichern hier. Verdammte Angst. Nein! Ach Mann! Was muss man denn da jetzt machen? Ah, Leute, 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 Leute. Ey, das ist ganz schön aufregend. Und viel zu viel Action bei dieser Hitze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Mist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Och Mann! Scheiße, das regt mich gerade auf, weil das so crazy ist. Boah, ihr könnt euch nicht vorstellen. Das ist gerade übelst. Einfach übelst kranker Nervenkitzel. Oh. Ich weiß nicht warum, aber Kuro löst in mir so eine richtige Panik aus. Das ist einfach, ich weiß nicht, krass. Also wenn wir so generell bei irgendwelchen Wasserströmen oder sonst irgendwas flüchten, dann ist das alles kein Ding. Aber immer wenn ich das Gefühl habe, gleich kommt Kuro, dann ist vorbei. Nein! Oh, die Stelle. Oh, warum verkacke ich denn da jetzt? Oh, ich hoffe, dass wir das in dem Part noch irgendwie schaffen. So, okay. Meine, bis hierhin ist ja erstmal noch alles soweit in Ordnung. Oh Gott, oh Gott. Oh
Kuro will jetzt echt wissen, ey. Verdammte Axt. So, wenn man hier jetzt irgendwie so speichern könnte, das wäre halt geil. So, okay. So, okay. Au. Kann man denn nicht hier einfach speichern? Das wäre so schön. Oh, verdammt, geht ja weiter. Ah! Ah, verdammt! Okay, aber jetzt weiß ich, was ich machen muss. Alles klar. Gut, das schaffen wir. Okay, ich habe jetzt ein bisschen geträumt. Ich wollte mich ausruhen, aber hier ist leider keine Zeit zum Ausruhen. Nicht bei Ori and the Blind Forest. Oh, das war knapp. Aber das hat noch gereicht. So, jetzt kommt man noch langsam drin. Okay. Huhuhuhu, ich hab so eine Angst, Leute. Scheiße. Das ist so crazy gerade. Au. Ist mir egal. Au, das nehme ich jetzt in Kauf. Nein! Ach, verdammt. Ach, Scheißendreck. Ey, wir schaffen das noch, Leute. Ist jetzt für euch natürlich nicht so mega spannend. Aber das ist halt nur mal Ori and the Blind Forest. Müssen wir hier warten. Alter, von Ori and the Blind Forest mal einen Speedrun machen, Alter. Uiuiui. Oder wie ja auch schon geschrieben wurde, hier nicht einmal sterben und so. Also das müssen ja ganz verrückte Typen sein. Hä? Mein Spiel leckt. Nein! Okay, mein Spiel hat gerade geleckt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Aber ist egal. Ist alles, hat sich wieder beruhigt. Es hat sich ja zum Glück wieder beruhigt. Au. Mann. Ach Mann. Warum stelle ich mich da bei der Stelle so blöd an? Ach Gott, ey, das ärgert mich gerade. Komm schon. Oh Gott, ey. An Kuro gewöhne ich mich nie. Immer wenn der kommt, denke ich mir, verdammte Axt. Dieser crazy, gruselige Vogel, Alter. Die Stelle finde ich auch so krank, weil die wirklich auch relativ knapp bemessen ist. Okay. Komm schon. Nein! Yes! Oh. Wir haben es geschafft. Und abermals stürzen wir in die Tiefe. Sie hat sie dem Feuer überlassen. Hatte gedacht, mein Licht würde dadurch erlöschen. Boah, Gott, mein Herz. Ori, bitte steh auf. Der Geisterbaum, so nah. Er ist unsere letzte Hoffnung. Oh, sein klingt jetzt schon richtig verzweifelt. Ich habe die Befürchtung, dass wir leider keine optionalen Möglichkeiten hier mehr haben.
Aber ist erstmal egal. Wir tapsen weiter voran. Der Geisterbaum ist nah. Nur ein Schritt ist noch zu tun. Der Wald von Nibel wird wieder leben. Na, das wäre auch zu einfach gewesen. Okay, und jetzt spielen wir wieder Naru. Aber wenn der Wald von Nibel wieder lebt, dann sind natürlich auch wieder die Kinder von Kuro am Arsch. Ach, kicke an. Ori and the Blind Forest. Krass. Dann sind wir jetzt doch schon am Ende. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Also tut mir jetzt fast schon ein bisschen leid, weil das war jetzt eigentlich nicht der Plan, aber so sei es und ist im Grunde ja auch egal. Das war Ori and the Blind Forest. Oh, und jetzt dann natürlich die Mucke wieder, ey. Hm. Das muss man jetzt wirklich erstmal so ein bisschen sacken lassen. Also, am Ende hat sich Kuro sogar noch geopfert für uns, weil er halt den Schmerz verstanden hat, ne? Den Naru dadurch lebt hat. Und wir haben das Kind von Kuro sogar noch gerettet. Und hier sehen wir nochmal die Zeichnung. Richtig geil. Gumon auch noch am Start. Richtig geil. Also, was soll ich sagen? Also, das habt ihr ja schon im
im Verlauf des Spiels im Grunde deutlich gemerkt, das Spiel, also ich fand das Spiel richtig, richtig gut, ne? Also, und ich denke, da teilt ihr auch meine Meinung, das ist ja nicht umsonst auch so gut bewertet worden, das Spiel, und also ich kann nichts anderes sagen, außer dass das Spiel für mich eigentlich in dem Genre nahezu perfekt ist. Also mir fällt auch nichts Negatives jetzt ein. Also ich müsste mir so ein bisschen was an den Haaren herbeiziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, man, ja, so 1-2 Punkte, die habe ich ja auch schon im Let's Play angesprochen, die aber letzten Endes eigentlich keine negativen Punkte sind. Also so von wegen, dass die Gegner manchmal doch ein bisschen zu doll respawnen, was im Endeffekt aber auch wieder ein Vorteil ist, ne? Dadurch kommt man ja auch schneller eben wieder an Fähigkeitenpunkte. Und, ja, jetzt könnte man sowas sagen wie, jetzt hat man den Fähigkeitenbaum gar nicht voll bekommen und eigentlich ist es auch nicht nötig, dass man den voll bekommt. Ja, ist halt nur so nice to have so ein bisschen, aber gut, auch das, ihr merkt schon, nicht wirklich Negativpunkte. Also, es ist einfach eine total runde Sache, dieses Spiel. Ich hatte wirklich richtig viel Spaß, das Spiel ging auch länger jetzt, als ich dachte, muss ich sagen. Und das Spiel hat mich auch wirklich nochmal... also hat meine Erwartungen nochmal übertroffen auf jeden Fall. Weil man denkt ja immer so, Plattformer, Jump'n'Run mäßig so, kann ja jetzt nicht so krass sein, aber nee, wirklich richtig gut, innovativ, immer wieder abwechslungsreiche Stellen auch, immer wieder was Neues, dann natürlich mit den Fähigkeiten hat das Spiel mit der Zeit immer mehr Spaß gemacht, weil man ja auch immer agiler wurde, ne? Und dann natürlich braucht man nicht drüber reden, die Darstellung, das Design, dieses Malerische, ne? Alles super geil und super schön gemacht. Die Musik, die ich gerne wirklich fast in jedem Part erwähnt habe, lohnt. Die immer sehr passend und treffend eingesetzt wurde und halt auch immer eben emotional auch abgeholt hat. Denn natürlich die Geschichte, die an vielen Punkten wirklich fucking emotional war, ja. Und gerade diese Stelle mit Kuro, das war für mich immer noch die emotionalste Szene. Und ihr habt es ja jetzt gerade am Ende gemerkt, wo sie nochmal so darauf verwiesen haben, dass ich kurz mal wieder so machen musste. Also, Ori, ein übelst geiler Charakter irgendwie, ne? Und, also wirklich richtig gut. Und dass der Bösewicht am Ende uns dann rettet und halt auch ein nachvollziehbares Motiv hatte. Ich weiß nicht, das wäre vielleicht so das einzig Negative, wo ich sagen muss, dass jetzt das Ende doch ein bisschen hastig wirkte. Doch so ein bisschen, jetzt sieht er da Naru kurz trauern und auf einmal opfert er sich, obwohl er die ganze Zeit versucht, uns irgendwie zu beseitigen, so sag ich jetzt mal. Das ging mir vielleicht einen Ticken zu schnell, das hätte man noch ein bisschen mehr aufbauen können. Das ist jetzt vielleicht so das einzige negative Ding, aber hey, wie gesagt, Moon Studios, habt da richtig gut gemacht. Also wirklich richtig geil und ich freue mich jetzt schon übelst auf den zweiten Teil, der ja nächstes Jahr auch erscheinen soll. Den werden wir natürlich definitiv zusammen auch hier wieder auf Rafik nicht LP zocken. Und am Ende sind Naru und Ori doch wieder vereint. Und somit sind wir wieder beim Startbildschirm. Ja, krass. Ich meine, klar, wir könnten jetzt sagen, wir gehen noch mal rein hier. Ich vermute mal, genau hier, 85% haben wir ja gerade mal. Also ich vermute mal, man könnte ja jetzt noch mal reingehen und jetzt noch mal ein paar Sachen sammeln, aber das ist halt natürlich einfach jetzt sinnlos, weil bis jetzt natürlich auf irgendwelche Achievement-Sachen oder halt aus Prestige-Gründen braucht man jetzt halt einfach keine Fähigkeiten, weil wir sind jetzt halt ja durch. Und ich denke, das passt dann auch an dieser Stelle. Ich hätte das gerne noch ein bisschen länger gemacht, aber es ist jetzt halt so und ich denke, das ändert nichts daran, dass wir hier eine Menge Spaß hatten. Ich grüße jetzt wirklich alle Zuschauer, auch alle aktiven Zuschauer. Ich muss wirklich sagen, ich bin fast ein bisschen überrascht gewesen, dass doch so viele Leute Interesse an diesem Spiel hatten und auch die Kommentare zum Teil wirklich sehr häufig oder sehr viel vorhanden waren, jetzt im Rahmen unserer Abonnentenzahl natürlich. Wir haben ja eher so eine kleine, schnucklige Community hier, aber die war doch hier wirklich zahlreich dabei und das hat mich wirklich sehr gefreut und das macht natürlich so ein Let's Play immer nochmal ein bisschen spaßiger, wenn man natürlich auch immer so gewisse Leute dabei hat, die auch immer mitfiebern und ihre Meinungen und Eindrücke sagen. Also fand ich wirklich richtig cool, habt da richtig cool mitgemacht. Wenn ich euch auch irgendwas gefragt habe, habt da meist alle reagiert auch und das fand ich wirklich richtig cool. Und das macht natürlich so ein Let's Play einfach nochmal für alle Parteien ein bisschen spaßiger. Ich hoffe natürlich, dass auch beim nächsten Projekt, dass ihr da wieder dabei seid und wir sehen uns definitiv auch zeitnah zu einem nächsten Projekt, was ich ja schon angedeutet hatte.
und was auch schon geplant ist. Ich muss mal gucken, wann jetzt den Audit kommen wird. Aber auf jeden Fall zeitnah, wird jetzt nicht wieder ein halbes Jahr dauern, ehe ich jetzt hier wieder ein Projekt mache. Weil ich zurzeit auch einfach richtig Bock auf Zocken habe, muss ich sagen. Und hier mit Ori und natürlich auch dem nächsten Projekt, was ich jetzt dann machen werde, auch einfach ein bisschen was in der Pipeline habe, weil ich gerne zocken will. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass das irgendwann zeitnah auch möglich sein wird, dass wir hier von der PS4 Pro capturen können, weil, man, Leute, The Last of Us Part 2, was soll denn damit werden? Spätestens dann muss ich irgendwie capturen, weil dieses Spiel muss natürlich auf diesem Channel sein. Und generell sind viele Spiele jetzt auch God of War, hätte ich auch gerne Let's Played, habe ich auch komplett durchgesuchtet, 100% und so. Also, gerade auf der Konsole gibt es natürlich bei Sony immer wieder richtig geile Titel. Aber bevor ich euch jetzt hier ein Ohr abkaue, das ist ja schon fast jetzt hier ein Podcast wieder, kann ich nur nochmal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hatte riesen Spaß mit diesem Projekt. Sorry, wenn es halt manchmal auch ein bisschen unregelmäßig war, ist halt immer das Real Life, was ihnen dann doch manchmal einen Strich durch die Rechnung macht. Aber im Großen und Ganzen sehr cool, geiles Spiel. Spielt es ruhig selber nochmal und ich freue mich auf den zweiten Teil. Wir sehen uns beim nächsten Projekt hier auf Grafik nicht LP oder bei irgendwelchen Projekten von Annika und so weiter und so fort. Vielleicht auch mal wieder ein Multiprojekt. Mal sehen. Bis dahin. Tschaußen.